Willkommen zur Passcom Trainingsserie. Wir haben heute ein Spezial zum Thema Voice over IP, QoS und Debug. Wir gehen da ein bisschen technisch rein. Also für wen ist das? Das ist hauptsächlich für Netzwerkadministratoren. Ja, ganz klar. Würde ich sagen, also wenn ich jetzt da ein bisschen Halbwissen habe, ist es schwierig, das nachzuvollziehen, denke ich. Also es geht um Netzwerkadministratoren. Wann bringt mir das was? Das bringt mir was, sowohl wenn man das Passcom Cloud Produkt benutzt, als auch On-Site. On-Site wahrscheinlich sogar noch mehr Einstellmöglichkeiten, weil ich dann das Netzwerk für das auch machen kann. In der Cloud haben wir das schon vorgefurbished. Aber On-Site kann ich natürlich viel mehr machen. Aber selbst wenn ich das Cloud Produkt nutze, macht es durchaus Sinn. Genau, weil es muss ja auch durch mein Netzwerk durch und vor allem durch meinen Internet-Uplink. Ja. Dann legen wir doch einfach mal los. Quality of Service ist das erste Punkt, wo ich darauf einsteigen möchte. Was ist denn das eigentlich? Quality of Service beschreibt in einem Netzwerk, dass ich bestimmte Dienste priorisieren möchte. Das heißt, ich habe hier einen Sprachdienst, der ist mir vielleicht wichtiger, den will ich zuerst durchsenden. Und ich habe einen anderen Dienst, wie ich lade mir jetzt zum Beispiel unser YouTube-Video jetzt hier auf meinem Rechner. Fernsehen schauen in der Firma. Oder schaue irgendwie fern oder surfe sonst wie im Internet. Das ist mir nicht so wichtig. Das kann durchaus mal eine Unterbrechung haben, weil es cached ja sowieso. Dauert einfach länger. Ich glaube, da Caches, die aufgebaut werden bei solchen Dingen, gebuffert, das merke ich gar nicht. Ist ja kein Problem, weil das cached ja und es ist keine Echtzeitkommunikation. Und die Sprache, wenn irgendwie was fehlt, höre ich sofort. Und deswegen ist mir die wichtig und ich will die sofort übertragen. Jetzt hat man sich Mechanismen ausgedacht, die lassen sich ganz gut mit dieser Verkehrssituation hier vergleichen. Es gibt eine Art Vorfahrtsregelung. Wir haben eine beschränkte Bandbreite, das wäre in diesem Fall jetzt hier die Straßenbreite und wir haben sehr viele Leute bzw. IP-Pakete, die über diese Straße wollen und es kommt jetzt hier zur Verstopfung, weil die Bandbreite nicht ausreicht. Jetzt gibt es aber einen, der aus gutem Grund Priorität hat. Der fährt jetzt hier in der Mitte durch. Genau. Und der hat eine ganz einfache Methode, das Ganze zu kommunizieren. Und zwar, er hat ein Blaulicht obendrauf, eine dementsprechende Bemalung. Und ganz ähnlich funktioniert es auch in der IP-Welt. Das heißt, ich kann bestimmte Sachen markieren und sagen, du hast in jedem Fall Priorität. Und wie jetzt der Autofahrer, die Router reagieren drauf, machen die Lücke auf und lassen diesen Dienst durchfahren. Das Gute ist, dass sogar Netze teilweise auf diese Vorfahrtsregeln reagieren, ohne dass ich es konfiguriere. Genau, es gibt viele Standardkonfigurationen, die bereits diese Qualitätssachen berücksichtigen. Da kommen wir gleich drauf. Wir haben jetzt von Blaulicht gesprochen. Wie schaut das jetzt aus in einem IP-Paket? Da habe ich natürlich kein Blaulicht, aber es ist im IP-Header was vorgesehen. Ein Rotlicht. Genau, ein Rotlicht. Jetzt in diesem Fall, ich habe es rot gefärbt, weil es so gut zu unseren Folien passt. Ja, verstehe. Indem ich quasi markiere ein sogenanntes TOS-Flag, wo ich da sagen kann, dieser IP-Dienst hat aus meiner Sicht die und die Priorität. Das schreibe ich da einfach rein und dann kann es ein Gerät, wie zum Beispiel ein Switch, wie ein Router oder sonstige Netzwerkkomponenten, einfach interpretieren und bestimmte Dinge machen, die wir dann gleich nochmal genauer anschauen werden. Was will ich erreichen? Wie vorher schon bei diesem Verkehrssituationsbeispiel mit der Rettungsgasse, ich will bei voller Ausnutzung der Bandbreite immer noch für eine bestimmte Priorisierung sorgen. Ich will nicht einfach sagen, mir ist alles egal, was erst da ist, kommt durch und was das andere blockiert und alles durcheinander, so wie oben. Da hat jetzt der zum Beispiel mit seinem Entertainment-Traffic, was jetzt hier YouTube oder sonstiges darstellt, einfach das ganze Ding zugemüllt. Ich will das priorisieren und ich will auch Limits schaffen. Ich sage, wenn alles voll ist, dann habe ich immer reserviert Bandbreite X für meinen Entertainment-Traffic und XY für meinen anderen Traffic oder kritischen Traffic und kann mir hier auch die Bandbreite bei voller Ausnutzung einteilen. Wie sieht so eine Markierung aus? Ich habe davon gesprochen, dass es im IP-Header sogenannte Flags gibt. Hier sehen wir tatsächlich eine Tabelle dieser Flags. Die lassen sich verschieden ausdrücken. Man spricht hier von sogenannten DSCP-Werten. Die kann ich hier binär oder in Hex oder in Dezimal ausdrücken. Und es gibt eine ganze Reihe. Es fängt oben an mit der niedersten Priorität. Der Value ist einfach 00000. Das ist der Standard-Value. Also wenn eine Applikation nicht explizit was setzt, ist es auf 0. Und die höchste Priorität hat hier Dezimal 46. Das ist die höchste Priorisierung, die möglich ist.
und ist ganz unten in der Tabelle. Das heißt, diese ganzen Zwischenschritte der Priorisierung habe ich, kann sagen, das ist wichtiger, das ist noch wichtiger, das ist ganz wichtig und das ist ultra wichtig. Ja, und ich denke mir das aber nicht aus, wie ich jetzt Voice Traffic priorisiere. Ich könnte den einfach irgendwie priorisieren. Es gibt einen gewissen Standard dazu. Es gibt Standards, die sich einige ausgedacht haben. Ich glaube, allen voran Cisco, was man wie priorisieren sollte. Wir halten uns dran. Wir signalisieren das Media, also die eigentliche Sprache, mit dem höchsten Prioritätsfleck, weil es sich hier um eine Echtzeitübertragung handelt und eigentlich nichts höher in einem Netzwerk priorisiert werden sollte als Echtzeitanwendungen. Deswegen der höchste Fleck. Der User sofort gestört wird. Wenn genau, weil es unmittelbar, also wenn hier ein Paket fehlt, dann höre ich das in meinem Telefon. Oder eben nicht, wenn es Paket fehlt. Oder ich höre nichts mehr an meinem Telefon. Also irgendwie hört es sich komisch an, es knackt, es verzerrt und ist unangenehm. Und wir haben das Signaling, da kommen wir gleich noch drauf, das SIP-Protokoll auf einer niedrigeren Stufe, also unter der Sprache. Das hat den Grund, dass bei einer zugemachten Bandbreite immer noch neue Gespräche aufgebaut werden können. Ja, deswegen muss ich das auch hier nochmal... Für alle, die es nicht wissen, Signaling ist quasi der Steuerkanal. Wenn genau, man so will. Da ist die nächste Folie dafür. Entschuldigung, hast eine extra Folie, habe ich schon vorgegriffen. Was ist das Ganze? Wir unterscheiden in der Voice-over-IP-Welt zwischen zwei Protokollen. Das ist einmal das SIP-Protokoll. Viele glauben ja, das SIP-Protokoll wird zum Telefonieren verwendet. Das ist nur die halbe Wahrheit. SIP-Protokoll ist das Protokoll, was sozusagen die Session ausmacht. Sagt dem Peer, ich möchte gerne mit dir telefonieren. Was hast denn du für eine IP-Adresse? Ich habe diese IP-Adresse. Was kannst denn du für Codex? Ich kann diese Codex. Und wir einigen uns irgendwo und bauen dann tatsächlich erst die Sprachverbindung auf. Und dann beenden wir sie auch wieder darüber, weil das SIP-Protokoll irgendwann sagt, bitte leg jetzt auf. Also SIP ist quasi das Ausmachen der ganzen Dinge und RTP Media ist der tatsächliche Sprachkanal, der übertragen wird. Diese beiden Dinge. Und deswegen, wenn ich jetzt nur RTP Media priorisiere und das Signaling nicht, dann kann ich zwar weiter telefonieren mit diesen Gesprächen, die ich bereits begonnen habe, aber niemals neu aufbauen, weil wenn die Leitung komplett zu ist, wird das SIP niemals richtig durchkommen. Nicht zu, weil genau, oder ich lege auf und es passiert nichts weiter und es geht einfach weiter. Es ist nicht ganz so schlimm, auch wenn es ein bisschen verzögert, dann verzögert es halt ein bisschen, dann ist halt der Rufaufbau verzögert oder sonst was, aber es ist natürlich genauso, stört die Telefonie, wenn das Signaling nicht mehr funktioniert. Genau, diese zwei Dinge muss man unterscheiden und wissen und beide höher priorisieren als den normalen Traffic. Gut, dann könnte man ja jetzt sagen, alles super. Genau. Und vor allem müsste ich da ja quasi gar nichts machen, weil unsere Geräte setzen ja die Flakes bereits richtig. Genau. Und unsere Server setzen die Flakes auch bereits richtig. Holla die Waldfee. Genau. Da muss man jetzt nochmal tiefer einsteigen. Wir haben eine Echtzeitanwendung und wir übertragen Sprache. Das ist das, was wir hier tun. Und diese Sprache wird dekodiert und kodiert und wieder dekodiert über die Telefone und über den Codec in verschiedener Art und Weise. Und muss eben in Echtzeit übertragen werden. Jetzt schauen wir uns mal an, wie macht denn das so ein Codec? Der übliche Codec teilt es sozusagen, diese einzelnen Sprachfetzen in IP-Pakete ein und schickt alle 20 Millisekunden eins raus. Also er macht immer dang, 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 immer ein Paket und hofft, dass genau in diesem Abstand das wieder beim Empfänger ankommt. Jetzt, wenn man sich aber vorstellt, ich sende alle 20 Millisekunden genau ein Paket raus, und übertragt es dann über mein Netzwerk, sogar über das Internet oder noch irgendwie weiter, kann es ganz gut sein, dass das Paket beim Empfänger so ankommt. Das heißt, ich habe hier irgendwie Überlagerungen, ich habe mehr Abstände von den Millisekunden, ich habe im Extremfall sozusagen auch ein Paket schon eher, bevor das, also das 5 quasi vor 4 ankommt. Sequenzfehler, weil ich eine hohe Latenz gehabt habe und dann wieder eine niedrige. Und das Ergebnis ist quasi Verdrehen der Pakete und solche Dinge können passieren. Und mit dem, man spricht dann, um das gibt es einen Begriff für diese Art von Beschädigung, die da ankommt, ja. Ist Jitter. Man spricht da von Jitter. Und es gibt bestimmte Mechanismen, die das verhindern, wie zum Beispiel ein Buffer. Jedes Telefon hat einen kleinen Buffer. Das heißt, man kann immer mit irgendeinem Jitter umgehen. Wenn wir reinschauen, es wird auch immer irgendwie Jitter entstehen. Also in kleinster Weise, selbst wenn ich im LAN bin und die wirklich nebeneinander habe, wird ein bisschen Abweichung immer entstehen. Und deswegen sind die Geräte auch darauf ausgelegt, eine bestimmte Größe von Veränderungen in dieser Folge zu puffern und zu korrigieren. Aber wenn es natürlich dann wirklich Netzwerkfehler passieren,
läuft es aus dem Ruder und ich höre es dann tatsächlich. Man kann die verschiedenen, genau, das ist das, was du sagst, man kann es hören, man kann es auch ein bisschen lernen, man kann die verschiedenen Netzwerkprobleme, wenn man es dann mit 10 Jahren macht, nein, auch schon eher, kann man die hören. Wenn ich jetzt Jitter habe, ist es dieses Typische, was die meisten als Roboterstimme bezeichnet. Verzerrungen, Gegner, dann weiß ich, das ist Jitter. Habe ich Paketverluste, habe ich ganz klar einfach nur Stille. Das ist ganz wichtig und da kann ich am Hören das schon unterscheiden. Und dann gibt es noch einen dritten Effekt, den ich hören kann, das ist hohe Latenz. Den hast du jetzt gar nicht, weil der für dieses nicht wichtig ist jetzt, aber hohe Latenz ist auch so, dann wird es einfach später übertragen. Das heißt, es ist dann wie Funken. Wenn ich hohe Latenz habe, dann hörst du das, was ich gesagt habe, immer noch und antwortest, fällst mir ins Wort, geht aber nicht, weil ich es ja schon lange gesprochen habe. Das heißt, wenn man dann so diesen Funkcharakter hat, hat man Probleme mit der Latenz. Ja. Das heißt, man kann es eigentlich relativ schön hören, wenn man ein bisschen die technischen Hintergründe versteht, wo denn das Problem liegt und kann da richtig ansetzen. Genau. Besser als hören ist messen. Ja. Dazu habe ich jetzt hier mal einen Aufbau skizziert, wie er vielleicht typischerweise vorliegt. Ich habe jetzt hier auf der linken Seite die Passcom Appliance an einem Router in einem Subnetz ganz normal im LAN angesteckt. Und ich habe jetzt hier in meinem Testaufbau einfach eine Strecke mit 10 Megabit zu einem anderen Router kreiert. Und an diesem anderen Router hängt im LAN das Telefon. Und hier wollen wir jetzt einfach uns mal in der Praxis um die Qualitätsregelung dafür kümmern. Wir gehen zu den Praxisbeispielen. Wie fange ich immer an? Ich muss als erstes mal untersuchen, wie schaut denn eigentlich mein Traffic von der Telefonanlage aus? Und wie sind die Flags gesetzt und macht denn das eigentlich grundsätzlich mal alles so, wie ich mir das vorstelle? Dazu habe ich jetzt hier ein Beispiel, das vielleicht ganz interessant ist. Ich logge hier ein, jetzt auf unsere On-Site-Appliance und streame mir das direkt in meinen Wireshark. Das heißt, mit diesem Befehl kann ich lokal meinen Wireshark starten und dem Traffic sofort zuschauen. Ich habe hier ein paar Parameter. Wenn wir es nochmal groß machen, minus i ist mein Interface. Und da schreibe ich einfach den Interface-Namen ein, auf dem ich mithören will auf dem System. Und das andere sagt einfach nur noch, ich will nicht meinen SSH-Traffic mithören und das Ganze hätte ich gern in den Wireshark. Voraussetzung ist, ich habe SSH und ich habe Wireshark auf meinem Rechner. Dann wird das Ganze funktionieren. Und es sollte sich ein Wireshark öffnen, der ungefähr so aussieht. Das heißt, ich kriege hier eine ganze Reihe an Paketen, die hier dargestellt werden. Das ist der komplette Flow, der hier irgendwie von dem Interface raus und reingeht. Und ich kann auch da unten Qualitätsflags beurteilen. Das heißt, ich kann hier unten im IP-Header reinschauen und sehen, aha, hier wird das richtige Flag gesetzt oder nicht. Man sieht diese Flags auch bei Verschlüsselung. Also du hast jetzt hier ein unverschlüsseltes Beispiel, damit man dann auch noch in das SIP reingehen kann und sich das anschauen. Wir verschlüsseln per Default immer alles, aber natürlich kann man diese TOS-Flags, ob die gesetzt sind oder nicht, außen sehen, sonst könnte der Router ja auch ohne die Chiffrierung nicht beurteilen, ob denn das... Wir sehen jetzt hier in dem Beispiel natürlich schön, es ist RTP-Traffic, also tatsächlich Übertragung der Sprache, weil da oben sehen wir SIP-Pakete, das ist alles möglich, weil wir hier jetzt nicht verschlüsselt haben. Ich habe extra auf UDP-SIP gestellt und UDP unverschlüsselt RTP, damit wir hier alles schön mitlesen können. Nichtsdestotrotz, die Qualitätsflags sehe ich und muss sie auch sehen, weil wenn ich auf die reagieren möchte und ich setze sie gar nicht, dann kann ich in meinem Router konfigurieren, bis ich alt wäre und habe dann quasi keine Auswirkungen. Sollte man wirklich überprüfen und vor allem auch, es könnten ja auch irgendwelche Endgeräte sein, die nicht Passcom provisioniert hat, prüfen einfach, ob die Flags gesetzt werden, ist der erste Schritt immer. Könnte ich dann auch noch einstellen. Der nächste Schritt ist, man muss sich klar werden, wie funktioniert sowas, so eine Priorisierung. Es gibt da sogenannte Q-Disks. Q-Disks sind nichts anderes als Warteschlangen. Das heißt, ich mache meine Pakete, schiebe ich mir alle in eine Warteschlange hinein und in der Warteschlange kann ich dann Entscheidungen treffen. Kann ich sagen, wenn das so und so markiert ist, gehe mir da raus und zwar schneller und die anderen warten dafür. Also ich kann da drin quasi überholen und einen sogenannten Q-Tree aufbauen. Das heißt, ich habe hier oben irgendwo meine Interface-Queue und sage jetzt hier, Q-Prio 1 ist für meinen Sofort-Forward-Traffic, also für meinen Voice-Traffic. Die nächste Priorität unter dieser Queue ist für mein Signaling und die allerletzte Priorität ist dann tatsächlich für meinen restlichen Traffic. Und so habe ich eine einfache Priorisierung meines ausgehenden Traffics. Den Kreisverkehr quasi, der das in die verschiedenen Priorisierungen... Wichtig ist auch noch zu sagen, dass diese Priorisierung eigentlich nur Sinn macht für Traffic, den ich sende.
Wenn ich Traffic empfange, habe ich den ja schon an meinem Interface, dann kann ich ihn nur wegschmeißen. Ja. Ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn ich sage, ich habe einen Briefkasten, der hat einen Schlitz und ich will jetzt aber weniger erhalten, deswegen klebe ich jetzt den Schlitz ein bisschen zu. Ja. Hat ungefähr den gleichen Effekt, als wenn ich eingehenden Traffic versuche irgendwie zu steuern. Es regelt sich aber genauso, weil wenn ich den ausgehenden reduziere, auch mit dem Briefbeispiel, wenn ich weniger Briefe versende, werde ich weniger Antworten erhalten. So ist es. Genauso funktioniert es. Zum Teil richtig. Und es ist auch so, dass bei den meisten Anschlüssen der Upstream tatsächlich der eingeschränkte oder der mit weniger Bandbreite versehen ist. Und von dem her die Priorisierung ausgehend die wichtigste ist, weil ein Upload mit 20 Megabit kriege ich leicht voll, wenn ich mal irgendwas schnell durchführen. Das ist da wichtig zu wissen. Es gibt Disks und in dieser Disk kann man Prioritäten einstellen. Da kann man auch noch mehr einstellen. Es gibt verschiedene Q-Disks mit verschiedenen Verfahren, würde ich gar nicht darauf eingehen. Bloß mal ganz grundlegend, es gibt diese Disks und es gibt Prioritäten. Ich habe das hier mal auch beispielhaft in einem MikroTik-Router konfiguriert. Man sieht da ganz oben, das ist die Interface-Q, bei der definiere ich auch am besten gleich mal die gesamte Bandbreite dieses Anschlusses, also mein Upstream zum Beispiel von, keine Ahnung, 20 Megabit oder 10 Megabit jetzt in meinem Fall. Und dann erstelle ich diese Parent-Queues, die alle darunter so angeordnet sind, für die einzelnen Pakete und reagiere darauf und sage, du darfst zuerst Priority 1, habe ich jetzt hier zum Beispiel geöffnet im Screenshot, und die anderen haben dann dementsprechend eine höhere Priorität. In den Queues ist 1 die höchste Priorität, also wird am sofort rausgesendet, und 8 die niedrigste, das heißt, alles andere sende ich dann mit 8. Ja, also es ist so ein Beispiel MikroTik, aber der Begriff Q-Disk und die Verfahren sind eigentlich Hersteller und Richtig. Das sind Specs, wie das zu sein hat, und finde ich wahrscheinlich in allen professionellen Routern. Egal, ob ich einen Router habe, ob ich ein BSD-System habe, ob ich eine Firewall habe von irgendeinem Hersteller, es wird immer irgendein Shepper in Form von Disks sein, die man hier aufbaut und das Ganze hier so verwalten wird. Gut, dann kann man das so gut in den Griff bekommen, kann erstmal überhaupt das Problem verstehen und kann dann natürlich auch einen Spezialisten dazu. Genau. Wenn ich das auf alle Fälle ratsam für sowas, überreißen kann, aber ich kann zumindest die Problemkategorie selber sehr leicht einordnen. Genau. So. Dann zum Problem einordnen will ich noch eines vorstellen. Es kann ja sein, dass man ab und zu mal schlechte Sprachqualität hat, aber das habe ich irgendwann und der User sagt, ja, immer dann habe ich es mal ab und zu und irgendwie ist blöd und keine Ahnung. Es macht immer Sinn, solche Qualitätsprobleme einfach längerfristig zu messen. Und da haben wir einen Partner an der Hand, die Firma Nextragen, die so eine Lösung anbietet, die da die ganze Zeit telefoniert und die Sprachqualität misst. Ende zu Ende telefoniert. Ende zu Ende. Man kann sich so vorstellen, man hat dann quasi das simulierte Telefon, das ist so ein kleines Kästchen, was die zusenden, stecke ich in mein Netzwerk ein und konfiguriere das so, dass es das auf meiner Anlage Telefonanrufe durchführt oder in der Passcom Cloud. Und dann sehe ich genau, wann ist denn meine Qualität gut und wann ist sie vielleicht schlecht. Und kann hier so korrelieren, ist das hier ein Netzwerkproblem, sind da immer Downloads oder ist es dieser Switch, was dran ist. Ich kann die Probe einfach umstecken und kann hier quasi probieren, wo geht es denn oder wo funktioniert es. Kann referenzieren zu anderen Proben, die bieten auch Proben in Rechenzentren an und sehe da, dass das Problem nicht ist. Also kann es nicht an der Anlage liegen, sondern ich habe hier lokal ein Problem und kann das sehr schön eingrenzen und habe eine schöne Statistik, ob über eine Woche lang meine Anlage so funktioniert, wie ich das gerne hätte, was Voice-Qualität angeht. Ja, ganz tolle Möglichkeit, auch das über die Zeit zu machen, weil typischerweise der Techniker kommt und alles geht. Genau. Immer so. Deshalb diese Messmethode wirklich zu empfehlen. Gut, wir hoffen, wir konnten helfen mit diesem kleinen Tutorial und Ausblick, wie man das hat. Ich hoffe, wir konnten zum Verständnis auch der ganzen Thematik beitragen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke und auf Wiedersehen.